Feministinnen können mit ihr wenig anfangen, der Jungfrau, die den Gottessohn geboren hat. In der Jungfräulichkeit, das in der Kirchengeschichte so lange umstrittene Thema, sehen sie eine Abwertung der Mütter, eine Abwertung aller Frauen, die neben ihr befleckt erscheinen. Doch gemeint hat die Bibel etwas ganz anderes. Den Autoren vor 2000 Jahren ging es um das Kind. Wenn es göttlich ist und gleichzeitig Mensch, dann kann es nicht wie ein Mensch gezeugt worden sein, so ihre Logik. Gott kann nicht auf natürliche Art und Weise in die Welt kommen, deshalb die Jungfräulichkeit Mariens. Wenn wir heute von der Jungfrau sprechen, dann geht es nicht um die Biologie, es geht um den Glauben, um das Unfassbare, dass Gott Mensch wird, die Grenze zwischen sich und uns einreißt. In der Krippe, dem damals denkbar schäbigsten Geburtsort, kommt das göttliche Kind zur Welt. Von dort aus startet es seinen Siegeszug durch die Geschichte. Da muss etwas ganz Großartiges bei seiner Geburt passiert sein, so schlussfolgerten die biblischen Autoren unter dem alles beherrschenden Eindruck der Auferstehung. Für die biblischen Menschen war das eben die jungfräuliche Geburt. Wir werden dafür andere Worte finden. Doch das Großartige dieses Geschehens bleibt: Gott wird Mensch und es ist Frieden auf Erden.